Ich bin auf Sendung, gell? Ja, gerne mal, ne? Liebe YouTube-Zuschauer vom Sendezentralturm Hühnerberg-Memmingen, live hier ist und der Wurzeltommy und der Herr Hengeli! Leider schaut er nicht in die Kamera. Ja, der Bach, der Bier auf. Servus, Christi. Servus, Christi. Moment. So, also, wir haben jetzt gerade beschlossen, am Samstag. Obala, jetzt ist da noch gefallen. Ja. Am Samstag Arbeit ausnahmsweise nicht über das 3-3 vom FC Bayern zu reden. Ja, jetzt reden wir lieber die Arbeit. Genau, ja. Weißt du, wo man das Geld verdient, gell? Ja, genau. So, also. Thema Arbeit. So, jetzt haben wir so. Also, ich? Er schon auch? Also ich habe ja vor dann im Sommer, Frühling, so Frühling-Sommer so. Ja, sagen wir mal Februar, oder? Wenn es wieder warm wird. Wenn es warm wird, ja. Ja, noch ein paar Tage, wo ausfällt. Ja, weil ich habe ja nur die, Pizzeria vor mir, weißt du, also. Wir peilen auf jeden Fall. Ja. Mir scheint es Bier rüber. Ehrlich, oder? Moment. Ich muss einen Schluck trinken. Ja, aber. Da. Weißt du, wenn jetzt Corona nicht wäre, ja, dann hätte ich die Pizzeria gut lange. Darf ich das so sagen? Ja. Aber die Zeiten ändern sich und wir müssen uns anpassen ans Leben. Ja, klar. Also deswegen das Thema. Ich bin ja da jetzt in der Firma das zweite Mal dabei. Ja. Und mir hat es das erste Mal sehr gut gefallen und mir gefällt es auch heute sehr gut. Ja. Und so ein Tipp wie die, bevor du jetzt da hörst, Bisch, das hier die frische Luft auch gut. Ja, obwohl ich in der frischen Luft bin, gell? Ja, weißt du, wie ich meine, gell? Thailand ausgedrückt. Ja, genau, ja. Also. Ich schaffe ja auch an der frischen Luft. Ja, aber schlussendlich müssen wir alle leben und ein bisschen Zaster in der Master. Schade ist. Ja. Und wir halt Arbeit noch und nöcher. Ich, oder? Ja. Weil, liebe Zuhörer und Zuschauer, unsere Arbeit wächst Gott sei Dank nach. Arbeit wächst nach? Ja. Ehrlich? Ja, klar. Ja. Ja, du, der Rasen wächst, die Hecker wachsen, die Bäume wachsen, die Sträucher wachsen. Und ja, ihr werdet alle, dass das irgendwann mal wieder runtergestäbelt wird. Ja, klar. Also dafür seid ihr ja zuständig. Weil wenn ich nicht habe, muss ich auch demnächst wieder ein bisschen runter. Ja, das war immer noch gut, oder? Ja, immer noch gut, gell. Ein bisschen HD geht zwar, aber das geht auch so. Ja, klar. So, also. Ja. Also. Deswegen muss ich einen Schluck nehmen. Unsere Arbeit wächst nach. Ja. Also früher hat es immer geheißen, wenn der Backfisch oder der Metzger, ja, da wirst du nie arbeitslos. Also jetzt muss ich mit mir mal kurz filmen. Ja klar. Also gut, pass auf. Soll ich heben? Na ja, geht schon. Also, die Menschen wachsen nach, die Neugeburten und die Arbeit wächst auch nach. Sehr gute Erkenntnis. Sehr gute Erkenntnis. Ja, und deswegen sage ich noch eins, wir lernen im Leben nie aus, egal wie alt wir werden. Jeden Tag. Und was wir können in diesem Alltag hineingesetzt. Ganz genau. Möchte ich Ihnen noch mitteilen. Sehr gut. Weil wir und der Hegele, weil der Hegele ja gesagt hat, die Arbeit wächst nie aus. Sie kann immer noch mehr gedeihen. Ja, kann man auch so sagen. Kann man auch so sagen. Genau. Und es macht Freude, diese Arbeit zu bewältigen. Ja, genau. Ja. Ja. Und wir sind ja gestalterische Menschen, die sehr human sind und auch die Pflanzen lieben. Ja, klar. Warum machen wir das so schön rund? Warum nehmen wir jetzt viel weg? Warum? Ja. Ja, weil das auch ein Lebewesen ist, okay? Genau. Ja. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Und das macht unseren und Job das so macht schön. Unser, genau. Wenn jetzt die Kundschaft will, dass jetzt aber wieder radikal, weißt du, bis so weit runtergestutzt wird, das kommt auch vor. Ja. Das wächst alles noch. Das sieht im ersten Moment aus, oh weh. Wie wenn man dir der Ranzerragschnitte hat. Das ist tödlich. Ja, der wäre tödlich. Warum weißt du, wie schnell du wächst, wenn du wieder ein Bier kriegst? Ja, deswegen heu ich alles. Ja, haben wir ja. War schon gut, oder? Ja. Das ist das.
Aber Leute, die Arbeit, gell? Also, liebe YouTube-Zuschauer, gell? Ja, sind wir beim Thema. Moment, da ist in, so in dieser, in dieser, in dieser harten Zeit kann man froh sein, wenn man überhaupt Arbeit hat. Ja, das stimmt. Und dass man eine bekommt. Das stimmt. Ist eigentlich eine ganz schwierige Zeit. Und die, wo keine Arbeit jetzt haben, da draußen, denen möchte ich sagen, Kopf hoch, das wird schon. Es kommt schon wieder. Es kommt schon wieder. Das Corona geht auch irgendwann mal wieder vorbei. Ja. Und die Menschen, die Arbeit gefunden haben, für die freue ich mich einfach. Ja. Ja. Das ist prima. Ja. Das ist prima. Prima. Und die Festverkäufe. Ja, was ist jetzt mit der? Die machen wir 2021 auch. Ich weiß es aus erster Hand. Ja, aber du hast doch gesagt, du bist dann da beim Arbeiten. Da habe ich keine Zeit. Das ist ja schon klar. Und da hast du gesagt, ich soll den Job übernehmen. Dann musst halt du das übernehmen. Der. Die Gäste freundlich empfangen, das was wir miteinander gemacht haben. Ja. Zum sage ich, ja, sind Sie heute auch wieder da? Ja, guten Tag. Ja. Ja, hallo. Ja, lassen Sie es schmecken. Ja. Das geht doch alles, oder? Ja, geht doch wunderbar. Also. Prima. Hast du ein bisschen Taschengeld für meinen Sohn? Der braucht immer ein bisschen Taschengeld. Das ist schwieriger, wenn ich dabei bin. Was haben wir da eigentlich da immer gesagt zu den Leuten? Hast du ein bisschen Taschengeld dabei? Da hast du ja, oder wie war das? Ja, hast du ein bisschen Taschengeld dabei? Ja, für meinen Sohn. Ja, hast du immer gesagt. Ja, ja, ja. Okay, ich bin gekommen. Ja, ja, genau. Ich bin da ein bisschen zu brav. Ja, für meinen Sohn habe ich gesagt, ein Taschengeld, gell? Ja, ja, ja. Kommt doch auch was, oder? Ja, genau. Weißt du, meine vier Töchter, die sind schon so weit, die brauchen von mir kein Taschengeld mehr. Ja. So sieht's aus. Ich will ein bisschen lauter machen. Ja, ich versuch's. Oh, gell, und also, ich wäre wahrscheinlich. Oh, warte mal. Mal abwarten. Wenn ich dabei bin, halt ich dabei. Muss ich mich ersetzen. Muss Hausmeister machen. Ja, genau. Also. Ist drauf. Ja, warte, ich probier's mal aus. Warte mal. Ich probier's aus. Liebe YouTube-Zuschauer, habt ihr für meinen Sohn ein bisschen Taschengeld? Der braucht es nämlich. Ja, so 50 Euro, weißt du, so für Standard und so, gell? Ja, für eine lange Unterhose. Für eine lange Unterhose. Spaß beiseite, ja, aber. Spaß beiseite, aber du hast auch Kinder, gell? Das ja, kannst du nicht tun. Das ist was Wunderschönes. Ja, ja. Kostet ein bisschen Geld, aber es geht nicht ums Geld. Ja, ja. Das ist so schön, ja. Wenn du weißt, dass du was produziert hast. Ich sag's jetzt heute ein bisschen einfachen Worten. Das ist auch Arbeit. Ich liebe meine Kinder. Ja, aber die auf die Welt zu bringen, ist auch Arbeit. Ja, diese zu erzeugen. Das ist ja Arbeit. Weißt du, als Mann, was das bedeutet, ein Kind zu erzeugen? Das ist ja Arbeit. Da schwitze ich wie die Sau. Ja, das ist ja Arbeit. Ja, wie beim Schaffen. Ja, wie beim Schaffen. Ja. Und das ist eine schöne Arbeit. Ja, eine schöne Arbeit. Oh. Oh. Ja. Also normal habe ich mit dem Thema abgeschlossen. Ja. Aber wer weiß. Mir fällt noch ein Buch in der Sammlung. Ja. Ich bin ja auch einer. Ja, machst schon. Ja. Ein netter Buch. Ja. Aber wir brauchen ein Nachkommen, weißt du, ob das geht? Ja, bin ich auch einer. Ja, aber du bist ja auch schon Mitte 30 oder so. Ja, aber, aber nein, ich bin jetzt 46. Wie so lang bist du? Ich war jetzt 47, ja. Am 27. Dezember. Ah, und ich bin 37. Ja. Dann müssen wir unbedingt noch Geburtstag feiern. Am 20.03. jedes Jahr, wenn Frühlingsanfang ist, ja, werde ich leicht gefeiert. Ach so, aber ja. Ob ich jetzt zwar älter werde, das weiß ich nicht. Ja, ja. 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 Weil ich bin halt. Ja. Wenn es wieder grünt und schön wird da draußen, ja, ist mein Life. My life. My life. My life. My life. Da schmeckt das Bierchen. Ja, genau. Da kann sein, der ganze Winter habe ich null getrunken. Ja, macht kann sein. Richtig gute Laune. Und ja, dann, wenn es wieder grün, ja, und wenn der erste Schnitt kommt, weißt du, mittlerweile ist es immer noch früher. Ja. Also zum Beispiel bei den Bauern, beim Silieren und beim Haier. Das ist was Wunderschönes. Und wie das Gras riecht. Ja, wie das Gras riecht. Ja, jetzt kommen wir auf Themen, die haben wir ja gar nicht entdeckt, gell? Ja. Das ist das Spontane, das ist nett. Was tust du denn? Warte auf Musik. Ja, da ist schöne Musik, ne? Passt schon. Passt schon, oder?
Was sagst du dazu? Wenn am März, wenn es wieder grün wird. Ja. Schon schön, oder? Ja, schön, gell? Hey, da blüht doch wieder da auf. Da blüht man auf, gell? Ja. Da blüht mein Ständer wieder auf, gell? Ja, da blüht mein Ständer wieder auf. Ja, etwas länger. Memmingen blüht. Memmingen blüht, in der Hose blüht es auch. Ja, das hat er jetzt schon abgesagt wieder. Ja, ey. Nächstes Jahr. Nein. Das ist immer Anfang Mai. Echt, oder? Ja, Corona-technisch. Geil, grad sei. Ja, wo ist es kalt? Nein. Kalt hält. Weil die haben ja den Wallenstein angekündigt schon. Ja, das ist klar, weil die, wo da alle teilnehmen, das ist ja eine Sache, das muss ja koordinieren, organisieren. Da kannst du jetzt nicht sagen, zwei Wochen vorher, wir machen jetzt wieder. Ja. Das war schon zwei Monate, mindestens zwei Monate vorher. Ja. Und daher ist ja gar alles ausgefallen. Kein Jahrmarkt, kein... Weihnachtsmarkt, was haben wir da gerade so? Budenzauber nennt sich das. Ja. Ja, das ist ja wenigstens etwas. Ja, aber es ist doch gut. Weißt du was? Ja. Ist vielleicht gar nicht Winter wieder normal. Ja, genau. Oh weh, ja, jetzt war es schlecht. Aber ist doch gut, der Weihnachtsmarkt. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen entzerrt ist. Ja, genau. Ist weil doch da immer bei der Deutschen Bank da, ja, genau. Marktplatz. Ja. Hey, da geht's los mit. Mit dem Glühweinstand. Ja. Von der. Nein, der Maus. Ja. Aber jedes Jahr das Gleiche. Ich persönlich brauch's nicht, aber. Aber Weihnachten ist da eine tolle Sache. Und wenn wir jetzt den Weihnachtsmarkt haben, dann lassen wir ihn doch so stehen. Ich hätte ihn zu jeder Zeit unterschreiben. Weißt du. Es gibt so viele Menschen, die sind traurig und alleingelassen oder viele wollen nichts mit Weihnachten, nichts am Hut haben. Und da muss man für die Menschen unterstützen, oder? So. Dass die da nachgehen? Ich denke schon auch, ja. Wenn sie einen Kaffee oder einen Glühwein wollen, geht es schon hin. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ja, ich kenne da einen, der macht das schon so. Ja, okay. Ja, ja. Das ist schon positiv. Ja, ist ja positiv. Es gibt aber Leute, die sind dann... Ah, soll ich da nachgehen? Hm. Weißt du, was ein Big Dummer wäre? Ja, ja. Von positiven Menschen. Ja, ja, genau. So. Ja. Jetzt ist ja die Hülle mit Corona, ja, da kann man sich ja anstecken. Da kann man ja gar nicht raus, weißt du? Ja, aber... Ich ja vielleicht auch nicht... Ich ja nicht, also... Ich, auch, ja. Ich bin auch 1,50 Abstand jetzt. Gell? Ja. Und dennoch geht es ja so. Ich habe am Anfang auch anders gedacht, über das ganze Virus kommt da rein, wo wir jetzt kommen. Ja. Aber heute sage ich, Maske auf, 1,50 Abstand, so circa. Ja, mal 2 Meter sein. Wenn eine nette Frau herkommt, kann es auch mal 1 Meter sein. Ja, hinter mir hat sogar eine gedrängt, die hat mich schon umgerannt mit dem Lager. Die war da mal 1,50 Meter Abstand. Du. Nein. Da reg ich mich schon wieder auf, du. Ja, aufregen tue ich mich grundsätzlich wenig. Oh, ja, aber die hat es eilig gehabt. Die hat heute ein ganzes Schild beim V-Markt angenommen. Das war mit, meine Nerven. Da war beim Opa Rudi Löhlein, beim Einkaufen. Oh. Ja, beim Opa Rudi Löhlein, beim Einkaufen. Dann hat er gesagt, und wie schaut's aus mit? Weißt du was, machen wir sie heute. Oh. Sag ich, ja, machen wir. Oh. Also gut, dann machen wir sie. Und dann sind wir da so. Da sind wir, ja, und dann sind wir beim V-Markt, dann ist eine Passage hineingefahren. Und dann hat ist eine Frau gekommen und hat das Schild umgenommen. Und wie hektisch die war. Brumm! Ja, mit dem Arsch oder mit dem Auto? Ich weiß nicht, so sturköpfig wie sie war. Und dann hat sie das Schild umgenommen. War sie ein bisschen dicker, oder? Ja, und das Schild hat sie umgenommen und dann fumm, weißt du. Du hast den Vorrat, oder? Ja, weißt du. Heiland, zack, hat er gesagt. Was ist mit dem scheiß Schild? Weil er zieht mit ihrem riesen Arsch. Ja, ja, umkaut, weißt du? Ja. Umkaut, gell? Und fährt. Und war da schuldig. Und fährt einfach. Ja, ja, und fährt einfach weiter, weißt du? Ja, Schild, weißt du? Ja, ja, und fährt. Schild war ja, ja. Und fährt einfach weiter, weißt du? Wo da ist ein klarer Stollheim oder? Richtung Obstgemüseabteilung. Ja. Ja,
ich sehe es ja lecker. Hast du auch? Ja, ja. Ja, ja. Ein bisschen Ausstoßer. Ja, ein bisschen Ausstoßer da. Gell? Weißt du, was muss sein? Gepflegte. Gepflegte. Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit. Ja. So. Wenn man es schon sonst nicht machen kann. Wir versüßen Ihnen die langen, guten Herbst- und Winternächte. Weil jetzt muss man uns mal filmen da. Und das nonstop durch bis morgen früh. Jetzt komm her. Also, servus. Wir kommen gut aus miteinander. Wir kommen gut aus miteinander. Ja, ja. So schnell abhauen wieder. Ja, da, das ist nicht gespielt, das ist wirklich so. Ich, also, ich, da ist nichts fake an diese Videos das übrigens. Das ist keine, wie heißt der Trump, oder? Ja, da ist nichts fakes. Da ist nichts fakes. Nein, wir sind menschlich. Also, jetzt verabschieden wir uns mal wieder. Es kann sein, wir kommen heute nochmal. Vielleicht, ja. Weil heute ist Samstag, der Nikolausabend. Ja, da haben wir Nikolausparty. Dann machen wir noch Nikolausparty, da fällt uns auch noch ein Thema ein. Ja, genau. Muss ich mal kurz überlegen, nur kurz. Kurz. Ein Bierchen. Und dann, dann geht's los. Dann kommen wir doch heute nochmal. Genau. Versprochen, oder? Ja, können wir schon machen, oder? Machen wir halt, oder? Machen wir so. Ja, unsere Zuschauer möchten doch das, oder? Ja, genau. Sagst du den Zuschauer? Möchtest du das haben? Ja. Ja. Dann machen wir das. Machen wir das. Ja. Wir kommen noch einmal. Das war euer Wurzel, Tommy, und Hegeli, schaut er da. Okay, und das war's jetzt. Wir kommen wieder. Also nicht weinen, gell? Wir sind ja bald wieder da. Aber wir reden ins Fernsehen.